In diesem Video machen wir einen achtzackigen Stern aus Glanzpapier für dein Fenster. Hallihallo und herzlich willkommen, hier ist Theresa von Semidolls. In diesem Video machen wir mal ein anderes Projekt. Nichts mit Nähen, sondern einfach Falten. Und zwar nehme ich dazu Glanzpapier. Hier in Australien gibt es leider kein richtiges Glanzpapier, das so beschichtet ist mit Gummi, sondern ich muss hier mit diesem sehr, sehr feinen Papier arbeiten. Aber ihr nehmt euch einfach das schöne Glanzpapier, das es in Deutschland gibt im Bastelgeschäft, und macht dann ein paar Sterne, die ein bisschen länger halten als meine hier. Ich fange damit an, dass ich das Papier zur Hälfte falte und dann in der Mitte auseinanderschneide. Und als ich hier mit der Schere so schneide, bemerke ich, dass es natürlich viel einfacher ist, das mit dem Messer zu machen. Also habe ich mir hier ein Messer geholt. Jetzt lege ich die beiden Teile aufeinander. Wir brauchen ja 8 Rechtecke hier. Und jetzt haben wir schon mal 2 große. Wenn wir es jetzt falten, haben wir dann 4, nachdem wir es auseinandergeschnitten haben. Ich habe den großen Ventilator hier an, weil es ja hier Sommer ist in Australien und ein bisschen heiß. Und da fliegt mir dieses dünne Papier ein bisschen um die Ohren. Jetzt drücke ich hier mit dem Messer alles runter und schneide es dann auseinander. Dann habe ich die 4 Rechtecke fertig. Und danach falte ich es dann nochmal. Je besser man faltet und je genauer man schneidet, desto gleichmäßiger sind natürlich die Rechtecke. Und das ist das, was wir wollen, damit der Stern schön regelmäßig ist und das Muster sich schön wiederholt auf jeder Zacke. Und jetzt falten wir es also nochmal um und schneiden es dann nochmal auseinander. Und dann haben wir schon unsere 8 Rechtecke für diesen Stern. Es gibt natürlich viele verschiedene Sterne. Faltmöglichkeiten und viele Designs, und ich werde noch ein Video hochladen, wo ich einen 16-zackigen Stern falte. Das könnt ihr euch dann ja auch anschauen, das ist unten verlinkt unter diesem Video. Aber ich dachte, wir fangen erstmal an mit dem etwas einfacheren Stern. Vielleicht habt ihr auch schon Sterne gemacht, vielleicht habt ihr schon ganz viele zu Hause am Fenster hängen jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit. Ich bin ja schon ein bisschen spät mit dem Projekt hier dieses Jahr. Und das sind unsere 8 Rechtecke und jetzt können wir anfangen. Jetzt falten wir das Rechteck zur Hälfte entlang der langen Mitte hier und dann falten wir es wieder auseinander und falten dann die äußeren Ecken auf diese Mittelkante hier. Alle 4 Ecken. Das ist ein super Projekt, was man mit seinen Kindern auch machen kann. Nichten, Neffen, Freunden. Ich habe das früher immer gemacht auf der Küchenbank, bei meinen Eltern zu Hause, während meine Mama vielleicht Plätzchen gebacken hat oder wir haben alles auf einmal gemacht. Wir haben Plätzchen gebacken und Sterne gefaltet und schöne Musik gesungen oder gehört. Das bringt schöne Erinnerungen zurück von meiner Kindheit. Und dann sind wir auch schon fertig. Also jetzt haben wir ja alle 4 Zacken auf die, alle 4 Kanten auf die Mitte gefaltet und dann nochmal die Ecken auf einer Seite auf die Mitte gefaltet und die andere haben wir so gelassen, wie sie war. Das machen wir jetzt nochmal. Vielleicht kann ich dann auch mich ein bisschen zurückhalten mit dem Gequassel, damit man sich besser konzentrieren kann auf das Falten hier. Also auf der Mitte falten, dann alle 4 Ecken auf die mittlere Kante falten. Und wenn wir das dann geschafft haben und mir der Wind nicht hier alles wegweht vom Ventilator, dann falte ich dann nochmal die Ecken auf einer Seite auf die mittlere Linie hier, auf die mittlere Falte und drücke es entlang der Kante fest, damit es schön so bleibt, wie es ist. Und die andere Seite lasse ich so. Mit diesem dünnen Papier ist es ein bisschen eine Herausforderung, aber das schaffen wir auch.
So, und das wiederhole ich jetzt dann noch 6 Mal. Und dann sehe ich euch gleich wieder, wenn es ans Zusammenkleben geht. Und jetzt, wo wir alle 8 Rechtecke gefaltet haben und unsere Sternzacken fertig haben, nehme ich hier einfach meinen Prittstift und mache den Kleber hier auf die untere rechte Hälfte einer Zacke. Also immer auf der rechten Seite der mittleren Kante hier, da wo es genau mit der nächsten Zacke zusammenpasst. Und das wiederhole ich dann rundherum, bis alle Sternzacken zusammengeklebt sind. Und da muss man auch gut drauf achten, dass alles schön richtig aufeinander liegt. Die untere Kante mit der mittleren Kante und Zacke und so weiter. Und für die letzte Zacke machen wir es dann auch so wie vorher. Machen den Kleber wieder auf die untere Hälfte hier auf der rechten Seite der Zacke und kleben die letzte Zacke oben drauf. Und dann überlappt die letzte Zacke mit der ersten Zacke. Und dann tragen wir den Kleber hier oben auf die letzte Zacke, auf die obere. Und wenn der Kleber drauf ist, dann legen wir die untere Zacke unter die obere oder die obere auf die untere und drücken es fest und dann ist unser Stern auch schon fertig. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es denn auch am Fenster aussieht. Und so sieht denn ein Weihnachtsstern aus am weihnachtlichen Fenster in Australien im Hochsommer. Leider ist da vor der Haustür ein bisschen viel Schatten, jetzt sieht man nicht so ganz genau das Muster des Sterns. Es ist alles nicht so ganz regelmäßig, aber man kann es doch erkennen und es sieht doch ganz schick aus, oder? Es erinnert mich an meine Kindheit. Ich freue mich, dass ich jetzt diesen Stern hier habe. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, ob du auch so einen Stern machen wirst. Und ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen und ich sehe euch im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.